Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Standpunkt. Und ja, das Leben kann ja so ungerecht sein. Es ist wahr, sie tritt noch ein viertes Mal an. Es ist zum Verrücktwerden. Das ist mal eindeutig. Merkel tritt wieder an. Dem US-Sender CNN ist diese klare Aussage von Norbert Röttgen eine exklusive Schlagzeile wert. Röttgen, so scheint es zumindest, weiß, wovon er spricht. No! That's a work if you say no. It's mockery. Und sie ist absolut entschlossen und bereit, die liberale Weltordnung zu stärken. Inspiriert zu diesem Video hat mich ein Beitrag auf der Webseite Philosophia Perennis von Jürgen Fritz. Nur sehe ich meiner Meinung nach keine Regierungsbeteiligung der AfD. Ich möchte euch aber 8 Möglichkeiten aufzeigen, wie die nächste Bundesregierung aussehen oder nicht aussehen könnte. Doch zunächst erstmal zur Sonntagsfrage vom 20.11.2016. Schauen wir kurz, was man uns da weismachen will. Somit läge die CDU-CSU mit 33% klar vorne, gefolgt von den, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten mit 22,8% und an dieser Stelle glaube ich der Umfrage schon nicht mehr, denn die gehören doch unter 20%, oder? Dritte Kraft wäre die AfD mit 12% und diese Zahl scheint mir stark nach unten frisiert. Weiter geht es mit den Grünen mit 11,6%. Na, ob das stimmt? Es folgt die Linke mit 9,9%. Schlusslicht ist die FDP mit getürkten 6,1%. Ja, und die anderen Parteien fallen unter Sonstige mit 4,5% unter den Tisch. Für eine regierungsfähige Mehrheit im Bundestag aber benötigt eine Partei oder eine Koalition ca. 48% der Stimmen. Also, hier die 8 Szenarien. Erstens, beginnen wir mit der AfD, das hässliche junge Entlein, mit dem niemand spielen will. Ein Koalitionspartner wird sich für diese Partei nicht finden und nach dem heutigen Stand der Dinge erreicht die AfD höchstens 20% der Wählerstimmen und das reicht nun mal nicht, um eine Regierung unter Frauke Petri zu stellen. Da muss noch mehr geschehen, damit aus ihr eines Tages tatsächlich ein stolzer Schwan wird. Auf jeden Fall denkbar die Variante Schwarz-Gelb. Ich nenne sie mal Wespenkoalition. Doch diese hat keinen besonders spitzen Stachel und wird mit 42% keine Mehrheit bilden können und ist somit vom Tisch. Ja, und wie wäre es mit Schwarz-Grün? Von mir die Schmeißfliegenkoalition genannt. Ja, lacht nicht, aber kennt ihr einen besseren Vergleich als zu diesen schwarz-grün schillernden Mistfliegen? Jedenfalls würde dieses Duo Infernale maximal 47% erreichen und wäre auch nicht regierungsfähig. Viertens, der Klassiker, die Jamaika-Koalition. Yeah, man, zieh mal in Ruhe einen durch, Bruder oder Schwester. Die hätten genügend Prozente und wären somit eine Option. Fünftens, Rot-Rot-Grün, von mir die Chaos-Koalition genannt. Zum Glück kommen die mit ihren Prozentstimmen auf keine Mehrheit. Anders sehe es mit einer Ampelkoalition aus, mit der FDP. Sozusagen eine Superampel. Nur die FDP würde niemals mit der Linken koalieren. Obwohl dieses Modell die notwendige Mehrheit erhalten könnte, bleibt es sehr unwahrscheinlich. Siebentens. Am wahrscheinlichsten wird es aber wieder auf die sogenannte GroKo hinauslaufen. Kotz, kotz, kotz. Ob die SPD will oder nicht, sie wird zweite Garnitur bleiben und entweder holt man die FDP oder die Grünen mit ins Boot. Hier reichen die Prozente dicke für die Mehrheit im Bundestag. Achtens und letztes Szenario. Sollte die AfD zweitstärkste oder gar stärkste Partei werden, also mit 20-30% bei den Wahlen abschneiden, gäbe es in diesem Fall eine GroKo XXL oder die Super-GroKo unter dem Motto alle gegen einen und somit ergibt sich folgendes Resümee.
Man kann es also drehen und wenden, wie man will. Die glorreiche Staatsratsvorsitzende, Genossin Angela Merkel, bleibt auf ihrem angestaubten Thron sitzen und wird das Politbüro im Reichstag weiterhin dirigieren, zumindest weiterhin so tun, als ob. Ja, liebe Leute, so traurig sieht das momentan aus. Es sei denn, es findet sich ein Exorzist, der die bösen Geister aus dem Bundestag und aus Deutschland austreibt. Wie wäre es mit ihm hier? I do not like the migration. I do not like the people coming. Frankly, look, Europe's going to have to handle, but they're going to have riots in Germany. What's happening in Germany, I always thought Merkel was like this great leader. What she's done in Germany is insane. It's insane. In diesem Sinne, Kopf hoch, ist der Hals auch schmutzig und macht's gut und vor allen Dingen besser. Toni Engel. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere nicht vergessen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr so denkt. Wie wird die Wahl 2017 ausgehen? Oder wird vorher noch etwas passieren? Ja, und wer mag, kann meine Arbeit unterstützen für noch viele, viele Standpunkte. Hallelujah. I love you. Oh. Can you do this for you? Jesus Christ, my Lord.